Meine Damen und Herren, ich habe den Text, diese kleine Betrachtung überschrieben mit dem Titel Gottes Werbung und Gottes Trost. Und der Untertitel lautet Über Glück, Kunst und Bach. Was ist Glück? 289 Meinungen über das, was Glück sei, zählt schon der alte Augustinus und er verwirft sie alle. Denn sein Glaube ist klar, Glück im vollen Sinn, Glück ohne Schatten und Selbsttäuschung, Glück als jener Zustand, in dem nichts mehr, keine Sehnsucht und keine Angst über ihn hinausweist, Glück als erfüllter Augenblick restloser Daseinsbejahung, das kann es für den christlichen Kirchenvater hier auf dieser Erde und zu Lebzeiten unserer irdischen Existenz gar nicht geben. Glück ist etwas fürs Jenseits. Nach dem Ende der Zeiten ist denkbar nur, wenn die Schöpfung wieder zurückgekehrt ist aus ihrem Sturz in die Freiheit des Bösen und der Übel der postparadiesischen Welt. Erst dann, nach der vollendeten Erlösung und nach dem letzten Gericht also, kann der große Sabbat, der keinen Abend hat, beginnen. Der große Sabbat, der keinen Abend hat, um die Schlussformel zu zitieren, die Coda, mit der Augustinus De Civitate Dei, das Buch, das auf Deutsch über den Gottesstaat heißt, ausklingen und enden lässt. Diese epochale Theologie und Philosophie der Geschichte und des Menschengeschlechts, die im Grunde nicht viel weniger wirkungsmächtig wurde als das jesuanische Evangelium. Die christlich-augustinische Botschaft vom Glück und seiner Absenz ist ebenso einfach wie folgenschwer für uns, den Westen, das Abendland geworden. Gelingen kann nach ihr das menschliche Erdenleben nur in der tätigen Hoffnung aufs Jenseits als prinzipiell futurisches Projekt. Abgeschnitten von solcher Transzendenz, rein für sich genommen ist unser Leben Leiden, Elend, Enttäuschung, Jammer und Verzicht. Nicht hier und nicht jetzt, erst dann und dort können und werden wir finden, was uns immer schon fehlt, den unstörbaren Einklang von Wunsch und Wirklichkeit, Können und Wollen, Leib und Geist. Der vorchristlich-antiken, griechisch-heidnischen Glücks- und Weisheitslehre, die die irdische Inkongruenz von Begehren und Lust durch die ausgleichende Kunst kluger Selbsterziehung harmonisieren oder durch stoische Weltdistanz dämpfen möchte, setzt die augustinische Predigt mit erbarmungsloser Härte die unaufhörliche Erfahrung des Scheiterns entgegen. In diesem hiesigen Leben und in den engen Rahmen seiner Fristen, so wiederholt Augustinus über Dutzende von Seiten, kann niemand, auch nicht der im griechisch-aristotelischen Sinn Tugendhafte, das höchste Gut und wahre Glück des ewigen Friedens erreichen. Man verkennt freilich die Kraft dieser Lehre, wenn man sie, wie das etwa Nietzsche tut, 1500 Jahre später und ziemlich empört über deren nachhaltigen Erfolg, sie ein Stück Sklavenmoral nennt. Eine Doktrin der Unterwerfung, der ohnmächtigen Anpassung und der illusionären Flucht. Statt der Welt, so Nietzsche, zu begegnen, wie sie eben ist, in und mit ihr sein Glück zu suchen, richtet der Christ seine Energien auf eine imaginäre Utopie und verschenke damit die einzigartige Chance, hier und jetzt als Wesen aus Fleisch und Blut auf irdische Weise also sein Leben zu leben, es gut zu finden und so mit Sinn zu erfüllen. Nietzsche irrt. Denn das Gegenteil ist richtig. Augustins Existenzdeutung vernichtet keineswegs den irdischen Sinn des Lebens. Jedenfalls nicht für diejenigen, die von der Verheißung und vom Hitzestrom der Erlösungshoffnung ergriffen werden. Warum ist das so?
Augustinus' kompromisslose Abgrenzung des christlichen Lebenszieles von heidnischen Schönfärbereien über den Stand der von Luzifer und Adams Erbschuld korrumpierten Welt. Augustins Dialektik realisiert eine psychagogisch hochwirksame Lösung. In ihr behauptet sich, was man geradezu ein Grundelement der westlichen Existenzphilosophie nennen darf. Die Idee nämlich, dass das Beste erst noch kommen wird. Die Zukunft das wahre Ziel ist und eben nicht schon die je gegebene Präsenz. Was heute geschieht, hat seinen Sinn aus dem, was morgen sein wird. Alles, was die Gegenwart enthält, muss zum Treibstoff fürs Künftige werden. Das denkt der Christ nicht weniger als der marxianische Revolutionär oder, sagen wir, der investitionseifrige Kapitalist und der unermüdlich expandierende Unternehmer. The best is yet to come, singt Frank Sinatra. The best is yet to come, we've only tasted the wine. And won't that be fine? The best is yet to come. Verspricht er und erinnert damit das Basismotiv und das Band, das alle, den Börsianer wie den Enthusiasten der Internationalen, den überzeugten Christen wie den Visionär des Cyberspace miteinander verknüpft. Für sie, für uns alle, scheint menschliches Dasein in erster Linie die Zeit der Bewährung, die befristete Chance, aus der für später, für die Endabrechnung, für die kommende Wirklichkeit des Glücks jetzt der größtmögliche Gewinn zu ziehen wäre. Darin also besteht die augustinische Seelenführung. Einerseits verwirft sie jegliche Glückserwartung, die sich im Gegebenen vollenden möchte. Andererseits schöpft sie genau aus dieser Verneinung die größte Praxisstärkung und Sehnsuchtsermutigung. Einerseits degradiert sie unsere momentane Existenz zum armseligen Wartesaal vor dem jüngsten Gericht. Andererseits gibt sie ihr die singuläre Würde der entscheidenden Bewährungsprobe und Pilgerreise. Einerseits beklagt sie die quälende Schutzlosigkeit des Daseins. Andererseits macht sie die so erfahrene Unruhe und Sorge um das ausstehende Heil zum sinnstiftenden Zentrum der persönlichen Selbstfindung. Unter jedem Blickwinkel verschärft sie die Antithesen zwischen dem Jetzt und dem Noch Nicht bis zum Extrem, wo sie ins Gegenteil umschlagen. Von der Negation der Gegenwart, in deren unüberbietbare Wichtigkeitssteigerung und Relevanzmaximierung. Was hier und heute geschieht, ist voller Konsequenz, geladen mit Zukunft, the ticket to heaven. Warum ich das alles erzähle und analysiere? Diese augustinische Operation am offenen Herzen der menschlichen Hoffnung, Nietzsches erfolglose Denunziation des christlichen Futurismus, dessen Verwandlung ins säkulare Zukunftsprojekt des Westens, the best is yet to come, das im tiefsten Grund, wie gesagt, immer dasselbe bleibt, ob es von Marx formuliert wird oder von Hayek, vom Wall Street Journal oder vom Kommunistischen Manifest. Noch einmal, wozu diese Grabung unter den Füßen unseres kollektiven Selbstbewusstseins? Die Antwort ist nicht schwer zu geben, um eben sagen zu können, was Glück ist, genauer, was wir, geleitet von den Kräften einer beinahe übermächtigen Tradition, darunter verstehen möchten oder besser vielleicht auch verstehen müssen. Und um zu begreifen, wovon und wie Bachs Kantate 172 erschallet, ihr Lieder erklinget, ihr Saiten spricht und singt. Denn sie singt und spricht unzweifelhaft vom Glück, vom Seelenparadies, von aller Wohllust Überfluss, von der seligsten der Zeiten. Auf den ersten Blick redet auch diese Pfingstmusik von nichts anderem als von der Erwartung, vom zehrenden Begehren, vom angekündigten, baldigen, aber noch nicht eingetretenen Glück. Doch zugleich strömt durch sie und in ihrem Klingen jene Euphorie der Zuversicht und antizipativen Wunschkraft, die Gegenwart und Zukunft zu vereinen und
das Paradies auf den Boden der Welt zu holen vermag, jetzt schon und zu Lebzeiten unserer irdischen Wirklichkeit. Erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Saiten. Bachs Werk schafft die Einheit eines Gegensatzes, der sonst unüberbrückbar scheint. Der christlichen Frömmigkeit auf der einen und des Jubels über das anwesende Glück und das Glück der Anwesenheit auf der anderen Seite. Paradise Now ist seine eigentliche Parole, nicht mehr The Best is Yet to Come. Und es ist, als ob der fromme Kantor aus Leipzig dem frivolen Dichter Heine schon ein Jahrhundert im Voraus von jenem Glück berichtet, das Heinrich Heine im Januar 1844 und im Pariser Exil als poetisches Programm über seinen Traum von Heimat und endlich gelingender Menschlichkeit setzt. Ich zitiere aus dem Beginn von Deutschland, ein Wintermärchen. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Und während die Sopranstimme der Seele im Duett der Kantate die liebste Liebe erscheinen lässt, die so süße, aller Wohllust Überfluss, ich vergeh, wenn ich dich misse, beruhigt Heines Hochgesang über die Möglichkeit der Wirklichkeit des Himmels auf Erden auch noch den letzten Rest von ungläubiger Furchtsamkeit. Noch einmal Heine, ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und das alles zusammen ist so mitreißend schön und klar und unwiderlegbar, dass dem Heiligen Geist, der Altstimme unserer Kantate, gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als dieser inspirierten Daseinsfreude zum endgültigen Gelingen zu verhelfen, zur Alleinheit, die sonst nur gläubige Erwartung und ersehnte Zukunft ist. Nimm von mir den Gnadenkuss, singt der Alt und stillt den Wunsch der Seele. Ich bin dein und du bist mein. Der auf das Duett folgende Choral von Gott kömmt mir ein Freudenschein kann und will den absoluten Augenblick der erfüllten Erlösungshoffnung freilich nicht mehr verlängern, sondern nur noch zurückführen in die Haltung christlicher Zuversicht, in die Praxis der irdischen Pilgerschaft, die aber eben erneuert durch die mystische Himmelfahrt der Seele wieder sicher weiß, an wen sie sich zu halten hat, und wer der Meister ihrer Reise ist, Jesus nämlich, der menschgewordene Gott, der Mittler zwischen dem ganz anderen, der höchsten Herrlichkeit und unserer Ausgesetztheit in der kalten Weite einer fremden, dunklen und sehr unfreundlichen Welt. Der Choral von Gott kömmt mir ein Freudenschein, wenn du mit deinen Äugelein mich freundlich tust anblicken, o Herr Jesu, mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. Nimm mich freundlich in dein Arme, dass ich warme werde von Gnaden. Auf dein Wort komme ich geladen. Gewiss, was uns da zu Ohren kommt, ist vermutlich beides. Der Nachglanz einer mystischen Erfahrung wie der Ausdruck frommer Einfalt. Und der Klugheit unseres zweifelnden Verstandes ist das eine wie das andere suspekt. Ist dieser göttliche Freudenschein denn wirklich mehr als bloßer Schein, mehr als ein Produkt von feuernden Neuronennetzen in unserem Hirn? Die Vernunft, die menschlich beschränkte Vernunft, die für die Philosophie die einzig akzeptable Akzeptanz in der Beschäftigung mit dieser Frage ist, sagt ehrlicherweise, dass sie das eigentlich nicht weiß. Ist unser Geist, unser Bewusstsein und Selbstbewusstsein, das ja auch das ganze Gefühlsleben umfasst und alles,
was sonst zu unserem inneren Empfindungs- und Reflexionsvermögen mit seiner unvertretbaren Jemeinigkeit gehört, ist das alles in Wahrheit nur neuroelektrische Strahlung, ein psychophysikalischer Prozess, seiner Grundstruktur nach ein so unbeseelt subjektloser Materiefluss wie der elektronische Datenstrom im Schaltungslabyrinth eines Computers? Oder spiegelt diese Ansicht, eben Datenstrom, bloß die Außenperspektive auf eine Innensphäre, die irreduzibel anders ist als jede Information, die sich mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Kategorien und Beobachtung erfassen lässt? Es scheint ja so zu sein, selbst wenn wir uns noch so sehr darum bemühen, als bloße Maschinen können wir uns und unsere Mitmenschen einfach nicht denken. Stets bleibt ein Überschuss, ein Seelenfünklein, ein Ich-Subjekt, ein liebendes und leidendes, hoffendes, frohlockendes und trostbedürftiges Personsein da, das wir Geist nennen können, Gottes Ebenbild oder auch bloß menschliche Lebendigkeit. Sie mag Schein sein, sagt die Vernunft, aber offensichtlich ist sie so unverzichtbar und notwendig in unserem Selbstverständnis wie das Licht und dessen Leuchten, das wir im Grunde ja auch nicht zu erklären in der Lage sind, obwohl ohne sein selbstverständliches Scheinen die Welt für uns nicht wäre, was sie ist. Und weil wir zwar gemacht aus vergänglicher Materie uns dennoch immer als mehr als nur Materie vorkommen, gibt es überhaupt Philosophie, religiöse Stimmung, den Wunsch nach Einheit und Erlösung, gibt es Musik, das Wunder ihrer Sprache und die Möglichkeit, ihr und ihrer aufschließenden Macht zu vertrauen. Zu eben dieser Möglichkeit der aufschließenden Macht der Musik, wie sie sich in der Kantate Bachwerke 172 zeigt, möchte ich noch nun ein paar Sätze sagen. Das Stück beginnt, wie gesagt, durchaus so, wie es sich für ein ordentliches Christenlied geziemt, mit einem Versprechen und einer Erwartung. Das Versprechen wird gleich zweimal formuliert, zu Beginn in der dritten Person. Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten. Und dann im Rezitativ als direkte Ansprache des Christus an den Gläubigen. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Man sollte diesen Kantatentext nicht überinterpretieren, aber unbeholfen ist er ganz sicher nicht. Er ist sogar raffiniert. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich die Anmutungsverschiebung vergegenwärtigt, die mit dem Wechsel vom Feierlichen die Seelen zu Tempeln bereiten, zum intimen Wohnung bei ihm machen, wenn man sich diese Anmutungsverschiebung vor Augen führt. Der Christengott ist ein Seelenfreund, kein Triumphator. Sein eigentlicher Ort ist das Herz, der innigst innere Bezirk menschlicher Subjektivität, nicht die erhaben auratische Tempelzone. Diese bildet nur den Vorhof, den man passieren muss, will man zur wirklichen Vereinigung gelangen. Und er bildet natürlich dann auch die Räumlichkeit, durch die man wieder zurückkehrt ins gewöhnliche Dasein, sobald der absolute Augenblick der Harmonie vergangen ist. Eben die Schlussstrophe, die am Anfang, vom Anfang, die wiederholt wird. Nun, diese Anmutungsverschiebung ist der Schlüssel zum Spiel gegenseitiger Annäherung, ja, Verführung, das nun folgt und dessen Zentrum, der, wie es sich für eine richtige Liebesszene gehört, Höhepunkt der Vereinigung ist. Ich bin dein und du bist mein. Ein Geschehen, das so real wie überirdisch erscheint, denn auch für uns noch nicht erlöste Erdlinge kann es ja, wenn wir Glück haben, den absoluten Moment des Glücks geben, die Erlösung zu Lebzeiten sozusagen, diesen Vorschein des Möglichen und vielleicht einmal Wirklichen der Liebe. Davon spricht und klingt diese Kantate.
Davon sprechen und klingen in seltenen Phasen alle bedeutenden Werke der Kunst und machen sogar uns Nachchristen und Neuheiten noch einmal spürbar und begreiflich, welcher Sinn und welche Ursehnsucht der Menschenseele in den simplen Worten der Arie zum Ausdruck kommen, die die Gotteswerbung eröffnen. Komm doch in der Gnadenzeit bei uns einzukehren, komm doch in die Herzenshütte, komm und lass dich doch erbitten, komm und ziehe bei uns ein. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben verstanden, worauf ich mit meiner letzten Bemerkung gezielt habe, nämlich auf die gar nicht zufällige Nähe zwischen den Versprechungen und Erfüllungen von Kunst, Religion und Liebe. Ästhetischer, religiöser und, ja, erotischer Erfahrung. Sie sind Formen der elementaren Selbstdeutung des Menschen und sie sind Zeugen unserer in der Tiefe so rätselhaften Daseinsverfassung und Widersprüchlichkeit, dass wir als Körper und Gehirn und als Bedürfnisnaturen ganz und gar der Teil einer Welt der Leiden, Unvollkommenheit und des Verfalls sind und dass wir doch in eben dieser Welt nie völlig aufgehen und verschwinden können. Weil und wo es Musik gibt, die Kunst, die raren Momente, da das Gottesfünklein in uns aufleuchtet, als wäre es jetzt gerade entzündet worden. Höchste Liebe, komm herein, du hast mir das Herz genommen. Meine Damen und Herren, so selig und ergriffen will ich meine Betrachtung allerdings nicht aufhören lassen. Deshalb eine kleine Überlegung und Anregung zum Schluss und zum Weiterdenken. Kurz vor seinem Tode erklärte der große Karl Barth in einem Radiogespräch, ich glaube, es war die Sendung Musik für einen Gast, der Interviewpartnerin, ehrlich gesagt, habe er eigentlich keine allzu große Angst vor dem Sterben, denn er freue sich ja auf den Himmel, weil er sicher sei, dass die Engel dort stets Mozart spielen, immer und ohne je zu ermüden. Nun, ich will mit Karl Barth nicht streiten, aber ich frage mich, ob Gott selbst noch immer nur den Engeln zuhört. Mir scheint nämlich, dass Gott manchmal auch sehr traurig ist. Traurig über die Welt, wie er sie sich gedacht hat und was aus ihr geworden ist. Und wenn Gott traurig ist, dann wird er nicht Mozart hören wollen, sondern den größten Musiker des Trostes, den es gibt und je gegeben hat, natürlich Bach. Es kann also gut sein, meine Damen und Herren, dass Gott, da er nicht selten traurig sein wird, uns jetzt gerade zuhört, uns und seinem geliebten Bach, erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Saiten. Dankeschön.